Ich habe meinen Kittel noch nicht. Den muss ich gleich noch holen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe Urlaub und dann spreadet meine Creativity. Beziehungsweise ich habe mir das eigentlich schon länger überlegt. Ich habe nämlich 3 Laborkittel und ich habe mir für heute vorgenommen, einen davon pink zu färben. Es gibt irgendwie einfach keine pinken Laborkittel zu kaufen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich einfach so ein pinkes Girly Girl bin. Naja, jedenfalls, sind wir heute hier versammelt, um meinen Kittel zu färben. Ich habe hier schon 9 Liter Wasser warm gemacht, so auf 40 Grad. Da habe ich in warmem Wasser dieses Pulver dissolved, also meine pinke Farbe. Ich habe hier schon Handschuhe und ich muss jetzt noch Salz darin auflösen in dem Wasser hier. Auf jeden Fall brauchen wir noch 375 Gramm Salz, warum auch immer, keine Ahnung. Lol. Also ungefähr... Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe gerade Urlaub und dachte mir, ich probiere das jetzt einfach aus. Und dadurch, dass ich halt 3 Kittel habe, ist es jetzt auch irgendwie egal, wenn einer davon halt ruiniert wird von dieser Färbeaktion. Ich nehme einfach eine Sandigabe zum Umrühren. Keine Ahnung, kennt ihr das früher? Ich habe immer so, oder was heißt immer, ich habe mal so gebartigt und es hat halt übelst Spaß gemacht. Ja, und das ist jetzt wieder so eine Aktion. Ich habe das Gefühl, entweder wird es immer richtig cool oder richtig der Reinfall. Ich habe jetzt natürlich die Anleitung. Ich hole kurz die Anleitung. Okay, ich bin zurück mit der Anleitung und meinem nassen Kittel. Ich habe den so zerknüllt. Er tropft auch noch ein bisschen. Eigentlich soll er damp sein. Er ist, glaube ich, nicht damp. Genau, also das Wasser habe ich reingemacht, ich habe die Farbe aufgelöst und das Salz reingemacht. Submerge Fabric in... Achso, add dye. Okay, okay. Hä? Ist einfach dreckig. Warum ist der dreckig? Hat er schon gesaugt oder was? Naja, okay, dann kann es jetzt nicht schlimmer werden, als es sowieso schon ist. Genau, also wer es nicht mitbekommen hat, ich glaube, das hatte ich in meinem letzten Live-Update auch erzählt, dass ich ja im Labor... arbeite, glaube ich auch. Ich glaube, das war auch schon der aktuelle Stand. Das ist schon wieder lange her. Genau, und es war ein bisschen stressig und deswegen brauche ich das jetzt als Stress Relief. Das Wasser, das Salz hat sich gar nicht aufgelöst. Frechheit. Genau, deswegen, also ich bin immer noch dabei, meine Masterarbeit zu machen. Also alles ist immer noch eigentlich wie bei meinem letzten Live-Update. Ich glaube, wir probieren es jetzt einfach. Also ich habe so Farbe von Amazon bestellt und die Bilder, also bei manchen waren... Also manche haben so kommentiert, dass es auch fleckig geworden ist. Deswegen habe ich wirklich eigentlich keine Expectations. Aber irgendwie habe ich dann doch so ein paar Expectations. Oh, ich habe schon überall alles voll gespritzt. Scheiße. Yay. Genau, also wie gesagt. Nee, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Jetzt was, es gibt nichts Neues. Genau, ich habe es irgendwie so versucht, ein bisschen auszurechnen. Eine Packung Farbe ist für 250 Gramm Stoff. Jetzt habe ich meinen Stoff halt gewogen und der hat irgendwie 370 Gramm oder so gewogen. Heißt, ich habe 1,5 Pakete Farbe genommen. Habe jetzt auch mehr Salz genommen. Doch, ich habe jetzt von allen mehr genommen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so die Rechnung geht oder ob man eigentlich so sagen müsste, okay, man nimmt einfach nur mehr Farbe und vielleicht mehr Salz, aber nicht mehr Wasser oder so. Aber das war mir dann irgendwie ein bisschen zu hoch. Eigentlich wollte ich es auch gar nicht so knüddeln. Kannst du mal einen Timer bitte stellen auf 15 Minuten? Ja, selbstverständlich. So, das Ganze muss jetzt für 15 Minuten stirren. Also halt, wahrscheinlich soll ich es eigentlich umrühren, aber ich mache es... Ich habe ja eh Handschuhe an. Ich habe schon das Gefühl, dass es fleckig wird. Ja, eigentlich habe ich das Gefühl, es sollte alles so gecovered sein. Ja, haha, nein. Kannst du mal meinen Ärmel hochziehen? Oh. Ich glaube, ich habe 12 Euro für diese Farbe bezahlt, Leute. Yay. Also im Wasser sieht man es auf jeden Fall, aber so, wenn man es rausholt, ist es irgendwie ein bisschen depressing. Ich glaube, die Leute werden eher so denken, dass ich den gewaschen habe und irgendwie aus Versehen so eine rote Socke oder so da drin hatte, weil so wird es wahrscheinlich am Ende aussehen, halt so rosa und dann weiß so keiner, dass es Absicht ist. Ich hatte auch überlegt, ob ich den halt wirklich so barticken soll, also nur mit Muster halt und nicht einfach nur färben. Aber irgendwie habe ich mich dagegen entschieden, weil beim Barticken so kann es halt auch, kann irgendwie noch mehr schief gehen, so gefühlt, dass das Muster nicht schön wird und es einfach weird aussieht. Also um es short nochmal zusammenzufassen, man soll das 15 Minuten halt stirren, also halt, ne, eigentlich so drehen. Ich mache es jetzt irgendwie mit der Hand, sodass es sich halt immer
so untertauche, bla bla bla. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie falsch. Und dann soll man es 45 Minuten nochmal umrühren. Irgendwas stand da, dass man es irgendwie dann, also wahrscheinlich nur so gelegentlich dann nochmal umrühren soll. Habe ich letztes Mal schon ein Update gegeben zu meinem Forschungspraktikumsprojekt, also zu diesem Wahlpflichtmodul. Das habe ich nämlich abgeschlossen. Ich glaube tatsächlich, du kannst ja mal kurz nachgucken, wann mein letztes Video war. Willst du den Tag haben oder willst du ja, nur einen Monat haben? Nee, ich brauche auch den Tag tatsächlich. War der 15. Juni 2023. Ja, genau, weil dann war ich noch nicht fertig mit meinem Forschungspraktikum. Also ich hatte die Hausarbeit schon geschrieben und ich hatte noch die Präsentation. Die Präsentation lief sehr, sehr gut. Es gab dann Einzelnoten, eine Note für die Hausarbeit, eine Note für die Präsentation. Ich hatte auf beidem 1,0, also hier Little Flex. Da war ich auch sehr, sehr happy drüber. Weil ich tatsächlich dieses Projekt, also dieses Wahlpflichtmodul just for fun gemacht habe, weil ich hatte schon meine 3 Wahlpflichtmodule belegt. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe. Es ist schon so lange her. Verzeiht es mir. Aber es ist für euch genauso lange her wie für mich. Deswegen kann ich das auch einfach nochmal erzählen. Also wie gesagt, ich hatte schon meine 3 Wahlpflichtmodule. Ich glaube, ich hatte irgendwie zweimal 1,0 und einmal 1,3 oder so. Und ich war mir eigentlich sicher, dass ich in diesem Forschungsprojekt halt keine 1,0 halt kriege, weil das, glaube ich, schon irgendwie hard to get ist. Und deswegen habe ich dieses Projekt einfach just for fun gemacht. Ich wusste halt, dass mir diese Note nichts bringt, dass ich diese Note nicht einbringe oder halt nicht einbringen kann so. Und dann war es halt irgendwie umso schöner, dass ich halt wirklich so viel Arbeit, ich glaube, ich habe in kein anderes Modul so viel Arbeit reingesteckt wie in dieses Forschungspraktikum. Und da dann eine 1,0 zu kriegen, war dann natürlich exciting. Ich habe das Gefühl, das Wasser wird langsam so heller irgendwie. Aber vielleicht bilde ich mir das auch noch ein, weil ich so die ganze Zeit da drauf starre. Und dann gucke ich mich wahrscheinlich gleich um und alles sieht für mich pink aus. Das neue Semester hat angefangen. Kann ich ja vielleicht auch nochmal erzählen. Also ich habe ja mit meiner Masterarbeit, also mit den Versuchen für die Masterarbeit, habe ich im Februar angefangen. Wir haben jetzt Oktober. Also ich bin jetzt gut ein halbes Jahr halt im Labor für die Masterarbeit. Und es wird auch noch bis Ende des Jahres, glaube ich, dauern. Ich habe schon ein bisschen angefangen zu schreiben. Es läuft auch eigentlich ganz gut. Es macht auch echt Spaß. Und generell die Arbeit im Labor. Also jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß halt, dass mir diese Arbeit im Labor schon fast zu viel Spaß macht, dass ich mich da ein bisschen zu sehr auch irgendwie manchmal reinhänge. Boah, ich sitze die ganze Zeit wie so ein Opfer. Auf jeden Fall bin ich jetzt noch bis Ende März als Studentin eingeschrieben. Also bis dahin muss ich meine Masterarbeit dann irgendwie auch mal fertig haben, weil ich jetzt quasi ein Zusatzsemester gemacht habe. Der Master ist ja eigentlich für 2 Jahre, also 4 Semester vorgesehen. Ich bin jetzt im 5. Semester. Also falls ihr irgendwie den Master machen wollt, plant schon mal ein extra Semester ein. Ich habe ja sogar schon im Februar angefangen, also vor dem Start des letzten Semesters. Und halt da war ich schon eingearbeitet, also ich musste nicht mehr eingearbeitet werden da. Wer auch immer das schaut und einen Master da hier macht an der Uni, ja, plant auf jeden Fall ein Semester länger ein. Es gibt auch so Farben, mit der ich es mir einfach hätte machen können. Also so Farben, die man in die Waschmaschine irgendwie gibt und dann das Teil einfach so in so einem, ich glaube, pflegeleicht Waschgang wäscht. Aber da habe ich mir dann eher schon vorgestellt, dass es irgendwie fleckig werden könnte. Dann habe ich mir eingebildet, dass ich das besser kann als meine Waschmaschine. Und irgendwie wäre es ja auch mehr Fun, da mehr Arbeit einfach reinzustecken, die ich mir hätte sparen können. Und deswegen machen wir das Ganze per Hand. Vor allem so ein Kittel eignet sich halt irgendwie auch perfekt zum Färben, weil es halt 100% Baumwolle ist. Und das kann man halt einfach richtig gut färben jetzt im Vergleich zu irgendwelchen Mischungen und Polyester und so. Ja, ich hoffe, euch geht's auch gut. Wie gesagt, so ich melde mich sehr unregelmäßig. Das war also auch kein Joke. Ich glaube, ich habe am Ende meines letzten Videos irgendwie gesagt, so bis in einem Dreivierteljahr. Und ich dachte irgendwie so, boah, haha, voll funny. Aber es ist halt einfach nicht funny, weil es halt stimmt. Guess what? Okay, das war unser 15-Minuten-Timer. Ich werde das Ganze jetzt für 45 Minuten noch so ein bisschen weiter storyn, aber ich glaube, das muss ich euch jetzt nicht auch noch zeigen. Und dadurch, dass ich jetzt auch irgendwie nicht so viel zu erzählen habe, würde ich einfach sagen, dass wir uns wiedersehen, wenn die 45 Minuten abgelaufen sind und wir das ausspülen und trocknen. Und dann zeige ich euch noch das finale Ergebnis, wenn es hoffentlich dann irgendwie morgen oder so getrocknet ist. Die Leute vermissen mich. Nein. Auf jeden Fall, die 45 Minuten sind abgelaufen. Es ist rosa, Freunde. Also wir können jetzt nicht sagen, dass es nicht rosa geworden ist. Wow, okay. Ich weiß nicht, ob man das so auf der Kamera sieht, aber in echt ist es schon heftig rosa geworden, oder? Ist auch okay. Ich muss das Ganze jetzt einmal ins Bad transportieren, ohne dass ich irgendwas auskippe. Und dann muss ich das kalt ausspülen und warm ausspülen. Okay, wir haben es jetzt einmal kalt ausgespült, jetzt spülen wir es noch warm aus. Ja, aber ich will es jetzt so trocknen lassen, dann kann man es eigentlich tragen. Sieht man die Scheiße im Hintergrund? Man sieht die ganze Scheiße, ja. Ja, musst du wieder hierher kommen.
Okay, also ihr habt das Resultat gerade gesehen. Ich zeige es nochmal, wenn es trocken ist. Das wird aber sicherlich ein, zwei Tage dauern, so nass wie der jetzt ist. Ja, okay, wir lassen es einfach einmal trocknen, damit wir das schöne Resultat haben und dann wasche ich es vielleicht nochmal in der Waschmaschine. Bis dann. Okay, Leute, excuse me für die schlechte Qualität, aber irgendwie ist es einfach fucking dunkel hier drin. Das ist jetzt das Endergebnis. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera richtig gut rüberkommt, aber es ist halt so ein richtig schönes Rosa geworden. Man könnte jetzt irgendwie auch denken, dass es so verwaschen ist. So mäßig, ich habe eine rote Socke mit meinen weißen Klamotten gewaschen. Und Leute, wie süß ist das? Ich habe einfach so Labor-Pins. Ich habe noch zwei andere, die habe ich aber nicht hier gerade. Auf jeden Fall, ja, das ist das Finished Product. Okay, Leute, ich habe ihn jetzt extra nochmal für euch angezogen. Aber ich finde, irgendwie sieht man es auf der Kamera nicht so richtig. Ja, ich wollte es nur kurz präsenten. Es kommt heller in der Kamera rüber, habe ich das Gefühl, als es in echt ist. Okay, Leute, ich habe mich jetzt ganz kurz auf meinen Wäscheständer abgestellt. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr wurdet entertained. Ich hoffe, ihr habt mal ein Update bekommen. Was ich dazu sagen muss, ich habe diesen ganzen Färbeprozess vor 2 Monaten gemacht und jetzt drehe ich erst die Schlussszene. Aber wie gesagt, ich bin happy mit dem Ergebnis und würde es auch weiterempfehlen. Ich kann euch diese Sache, dieses Farbezeug verlinken. Ich krieg dafür kein Geld oder so, also unbezahlte Werbung an der Stelle. Aber ja, bis zum nächsten Video und bis dann.